Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Dagmar Schmidt und Matthias Bartke haben schon darauf hingewiesen, wir wollen die Sanktionsregeln ändern, vor allem an zwei Stellen. Wir wollen das Sanktionsrecht für unter 25-Jährige und über 25-Jährige angleichen. Denn es gibt keinen Grund dafür, Jugendliche stärker zu sanktionieren als Erwachsene. Ganz im Gegenteil, das ist sogar schädlich. Das hat auch die Anhörung gezeigt. So hat der Sachverständige Künkler vom DGB auf eine Studie des IAB verwiesen, die festgestellt hat, dass junge Erwachsene, die sanktioniert werden, in sehr viel stärkerem Maße als Ältere den Kontakt zum Jobcenter abbrechen, im Zweifel auf der Straße landen, dann mühsam wieder durch Sozialarbeiter wieder aufgesucht werden müssen. Das ist am Ende teurer für den deutschen Staat, als sich um die jungen Leute zu kümmern und ihnen Perspektiven zu geben. Und wir wollen nicht, dass die Kosten der Unterkunft sanktioniert werden, weil wir wollen nicht, dass Obdachlosigkeit die Folge von Sanktionierung ist. Genau das wollen wir verhindern. Und ich bedauere, dass die beiden Redner der CDU hierzu gar nichts gesagt haben. Da waren wir in der vergangenen Wahlperiode schon mal etwas weiter. Wir sehen also Änderungsbedarf. Und natürlich, Herr Lehmann, gibt es unter den gut 3% sanktionierten Fälle, die nicht in Ordnung sind und die nicht angebracht sind. Und wir meinen, es wäre schon viel geholfen, wenn wir Ombudsstellen in den Jobcentern einrichten würden, an die sich die Leute wenden können. Dadurch könnten wir die Zahl der Prozesse und Klagen deutlich reduzieren. Entscheidend ist aber, dass wir endlich das individuelle Förderversprechen des SGB II umsetzen und die Unterstützung leisten, die im Einzelfall nötig ist. Und dazu gehört eben auch, dass wir den Menschen, die keine Perspektiven auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, auch Teilhabe durch Arbeit, durch einen sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen. Lieber Herr Mansmann, das gehört auch dazu. Das leistet die Wirtschaft nämlich von alleine nicht. Da kann der Arbeitsmarkt so gut funktionieren, wie er will. Aber vor allem geht es um gute Beratung und Betreuung in den Jobcentern. Das ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Integrationsprozess. Dafür müssen wir die Personalschlüssel verbessern und eine gute Qualität der Beratung und Betreuung sicherstellen. Das ist eine anspruchsvolle Arbeit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern leisten. Eine Dienstleistung von Mensch an Mensch. Und dazu müssen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern befähigen und unterstützen durch eine bessere Ausstattung des Verwaltungstitels, durch eine Qualifizierungsoffensive, auch durch bessere Führung, bessere Führungskräfte in den Jobcentern. Vor allem, meine Damen und Herren, brauchen wir aber einen Kulturwandel in den Jobcentern. Meine Kollegin Dagmar Schmidt hat es schon angesprochen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir wollen das Jobcenter zum Partner der Hilfesuchenden machen. Und dazu braucht es ein vertrauensvolles Miteinander und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Jobcentern und denen, die auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Und es ist unsere feste Überzeugung, dass wir damit auch die Sanktionsproblematik entschärfen werden. Die Sachverständige Fix von der Caritas hat in der Anhörung am Montag Folgendes gesagt, ich zitiere, ich glaube auch, dass sich, wenn wir zu einer anderen Beratungspraxis kämen, das Sanktionsproblem in großen Teilen auflösen würde. Ende des Zitats. Dem kann ich nur zustimmen, und deswegen geht es darum, Fördern und Unterstützen des Einzelnen und der Familie und der Bedarfsgemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Daran arbeiten wir. Herzlichen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Peter Aumer, CDU-CSU-Fraktion.